So, willkommen zurück in Sunpoint. Wir haben unseren Park hier, unseren, wie heißt es denn genau, Zentralpark haben wir hier gebaut. Und haben hier ein bisschen Verkehrsführung gemacht und haben hier mal größere Businessgebäude reingebaut. Und ich möchte hier auf dieser Seite schon einmal beginnen mit einer Straßenverlegung für etwas höhere Gebäude. So, und zwar mache ich das hier ein bisschen akkurater wie sonst. Ja, das können wir eigentlich so lassen, oder? Brauchen wir da noch was dazwischen? Ja, machen wir. Dann machen wir das so. Und dann bauen wir hier einfach mal größere Gebäude hin. Für unseren Stadtkern, der später der Stadtkern werden soll. Oder besser gesagt, ja, es wird ja nicht der Kern. Aber wir werden sehen, was wir daraus machen. Wir bauen jetzt hier erst einmal weiter, dass wir hier auch noch was Schönes hinbekommen. Und was wir hier auf jeden Fall auch noch benötigen, wird Feuerwehr, Polizei und so weiter sein. Da werden wir uns das auch noch schön einrichten. Ja, erstmal ein paar Straßen legen. Dann können wir uns das in Ruhe anschauen, wie wir das bauen. Jetzt ein bisschen alles gerade. So. Haben auch viele Ausfahrten. Die können wenigstens auf den Stadtpark sehen. Das ist doch auch mal was, oder? So, auch noch. Und hier auch noch. So. Jetzt hätten wir ja schon mal was. Hier können wir noch einkaufen. Die Einkaufsmöglichkeiten hinsetzen. Hier unten haben wir noch nichts. Das werden wir gleich noch sehen, was wir da hinbauen. Wir schauen mal. Es gibt gar nichts. Es gibt keine größere Anfrage auf irgendetwas. Das ist sehr interessant. Was die auf jeden Fall hier natürlich brauchen und benötigen, ist eine Schule und so weiter und so fort. Denke ich, das wird dann doch jetzt dann alles langsam kommen. Der Strom ist noch reichlich da. Müll wird vielleicht ein wenig knapp. Unser Gesundheitssystem ist auf jeden Fall gut dabei. Wir haben das Krematorium immer noch nicht. Aber wir werden jetzt hier einfach mal bauen, dass wir hier in einer Art, ja, dass wir hier in Art was reinkommen, dass es ein bisschen spannender wieder wird, denn wir haben aktuell wirklich keine größeren Probleme, was ja eigentlich gut ist. Aber so, dann werden wir hier noch eine Linie rüberbauen. Also Kreuzung sollte man eigentlich immer vermeiden, solche größeren Kreuzungen. Aber ich denke, das könnte doch ganz gut was werden. Ja. Was könnten wir da noch hinbauen? Was benötigt wird? Auf jeden Fall werden langsam Industrie- oder Bürogebäude benötigt. Und ich glaube, bei Bürogebäuden sehen wir gar nicht, sieht es gar nicht so schlecht aus. Die könnten wir eigentlich auch hier hinsetzen. Wenn wir mal hier unser Tool nehmen und hier einfach Bürogebäude hinsetzen, dann sind die direkt am Park. Machen wahrscheinlich ein bisschen Krach, aber das ist halt hier. Wird auf jeden Fall dann der Verkehr auch deutlich zunehmen. Auf jeden Fall bauen die da schon fröhlich. Werden wir das hier doch ausweisen als Bürokomplex. Würde ich doch sagen, dann würden wir ein neues Gebiet hier erschaffen. Wenn das hier mal, ne, ah, das ist viel zu groß, Gottes Willen. So würde reichen. Wird das hier so bis hierher und hier runter.
bis hier runter und hier rüber. Der Holzpark, naja, das passt ja nicht wirklich, wenn wir es umbenennen. Büropark. Schauen wir mal uns gleich die Richtlinien an. Ja, da brauchen wir eigentlich noch nichts. Das könnten wir auch langsam mal einstellen. So, dann würden wir hier, würde ich sagen, hier unten verteilen wir mal noch ein paar Gebiete und nehmen das Gebiet hier. So. So, das wird alles unser normales Einkaufsgedöns. Ist das hier? Ich glaube, hier unten auch noch. Das könnten wir eigentlich dazu nehmen, das Gebiet. Schauen mal schnell. Ach, das ist nur das da unten hier. Ja, oder wir reißen das auch später ab. Was ist denn hier das Problem? Die haben zu wenig Leute. Nicht genügend Kunden. Ja, das ist gut möglich. Aber die hier oben haben auf jeden Fall genug Kunden. Und dann würden wir doch nochmal ein Gebiet ausweisen und das können wir sogar größer machen. Was ist denn das jetzt? Der Dornröschenplatz. Naja, ein Platz ist das nicht. Ich würde sagen, das ist unser Einkaufsmeile. Einkaufs, nicht Einkaufs. Einkaufs. So. Da sind zwar auch Bürogebäude, da sind auch noch ein paar Wohngebiete enthalten. Naja, da werden wir uns dann später drum kümmern. Da habe ich das gar nicht umgeschrieben. Jetzt aber. So, muss man auch entern, sonst klappt das nicht. Wahrscheinlich das oben hier genauso passiert sein. Das ist jetzt unser Büropark, haben wir gesagt. Büropark. So. Und der Rest haben wir noch. Das ist alles hier Wohngebiet. Da können wir mal den großen Pinsel auspacken. So. Das hier alles ist alles Wohngebiet. Ein Riesenstadtteil. Können wir vielleicht auch mal teilen. Werden wir sehen, was wir damit alles anstellen. Auf jeden Fall mal ein gutes Cashflow. Von dem her alles super. Und klein hier, das ist ein kleiner Zipfel. Zipfel nehmen wir natürlich mit. So. So. Natürlich auch machen könnten. Hier oben ist ein bisschen Kriminalität. Genau, jetzt wo so viel gebaut wird, kann es natürlich gut passieren, dass hier noch einiges passiert. Auf jeden Fall werden hier mal die größeren Gebäude gebaut. Ja. Um diesen Park rum, da wollen alle wohnen und alle arbeiten. Der Verkehr ist hier noch recht human, ist recht okay alles. Wir haben noch keine größeren Probleme. Durchfahrtsstraße ist auch noch alles okay. Ja, wir haben hier natürlich Kundenverlust. Ja, nicht genügend Kunden. Was haben wir auf der Seite? Ist alles gut. Wir haben auch keine größere Nachfrage nach irgendwas. Aber ich finde, wow. Ist doch mal eine recht große Stadt. Schon einmal. Und wir steigern uns auf jeden Fall. Das Gebiet hier wird langsam, ja, das wächst vor sich hin. Und ich würde sagen, wir werden diesen Komplex hier unten, jetzt schauen wir erst einmal, ob noch alles soweit im grünen Bereich ist. Ja, den Müll darum sollten wir uns nochmal kümmern. Ich glaube, wir werden nochmal ein Recyclingszentrum bauen. Davon haben wir ja irgendwie, können wir davon nicht genug bekommen. Wo bauen wir das dann hin? Das könnte man hier eigentlich ins Industriegebiet bauen.
Dann müssten wir halt hier, müssten dann halt ein paar von diesen hässlichen Gebäuden weichen. Da kann ich es nicht, aber hier kann ich es. Macht nichts, ist ein bisschen Industrie weg. Dem mir fehlen sowieso Arbeiter. Jede Menge Müll. So, wie sieht's aus mit unserer Kinderbetreuung? Durchschnittsgesundheit der Kinderbetreuung. Kranke Kinder und Teenager 2. Geburtenrate 66 pro Woche. Kinder und Teenager 2776. Ja, das ist alles noch im grünen Bereich. Feuer. Schauen wir auch. Oh ja, das sieht hier gar nicht so gut aus. Hier unten. Und dann hätten wir noch die Polizei. Oh, das ist gut abgedeckt. Haben wir hier direkt eine Station stehen. Das ist ein Hauptquartier sogar. Das ist so ein Gebäude hier. Bildung, ja, da müssen wir da natürlich uns um Schulen kümmern. Und genau, haben wir nochmal die Bibliothek. Jetzt haben wir noch weniger. Also irgendwie werden die Nutzer der Bibliothek immer weniger. Aber das kann natürlich wirklich am Einzugsgebiet liegen. Vielleicht werden wir das einfach mal verlegen. Ja, vielleicht machen wir hier so ein kleines Gebiet. Oder hier so ein kleines Gebiet. Das wäre natürlich auch nice. Müssen wir uns mal anschauen, aber ich glaube, eine Feuerwehr hier hinten wäre nicht schlecht. Schauen wir uns das mal an. Eine Feuerwehr wollen wir haben. Und zwar gleich mal hier so ein großes Feuerwehrhaus. Das würde auf jeden Fall einiges abdecken. Und wir könnten, wenn das hierhin passen würde, dann noch besser. Da hätten wir auf jeden Fall genug Zufahrtsstraßen. So hätten wir diesen gesamten Bereich auch noch abgedeckt. Wir schauen mal, da passiert aber zum Glück gerade nichts. Wir schauen mal, was die Bürger so möchten und was die Bürger so sich wünschen. Das wäre halt, wenn es dazu eine super Statistik gäbe, wäre das doch schon mal ganz, ganz cool. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal in die Wirtschaft. Ja, das sieht alles sehr gut aus. Was haben wir hier? Geringe Besiedlung, dichte Besiedlung. Okay, Tourismuseinnahmen. Ja. Da haben wir ja auch noch gar nichts gemacht für die Touristen. Wir haben nur hier diesen Laufweg hier gemacht, der irgendwie überhaupt nicht genutzt wird. Schade eigentlich. Wahrscheinlich ist er einfach zu hässlich. Okay, in der Zeit, wo sich das hier hinten aufbaut, würde ich sagen, wenn auch keine größeren Sachen anstehen, da kann man auch nicht draufklicken. Das ist auch sehr interessant. Bevölkerung kann man auch nicht klicken. Wir können nur Richtlinien einführen. Ein Monument, okay. Wir haben einen Bogen, haben wir ja gemacht. Wir haben hier eine Info. Wir haben 1026 Kinder. Jugendliche 1815. Okay, eine Bevölkerung von 13.000 aktuell. Eine Stadtattraktivität ist gar nicht so hoch. Wir sollten die Durchschnittswerte der Wohngebiete mal erhöhen. Schauen wir mal, was die denn sich hier noch wünschen. Bodenrichtwert, Plätze und Dienstleistungen. Vielleicht würde das sogar reichen, wenn wir einfach mal die Straßen auch hier durch verbessern. Zum Beispiel hier sagen, weil wir haben ja oben hier schön viel mit Bäumen. Das sollte denen eigentlich gefallen. Können uns die Sachen auch mal angucken mit den Straßen, mit den Bäumen und
Straßen ohne Gebäude. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also ob die wirklich irgendwas ganz Wichtiges benötigen. Wir können uns hier mal in den Infokram ein bisschen reinhauen. Ob da irgendwie was Lärmbelästigung angeht, zum Beispiel Lärm ist immer so eine Sache. Was haben wir? Gesundheit ist eigentlich auch echt sehr gut abgedeckt alles. Was natürlich Autos angeht, da haben wir hier einen ziemlichen Durchgang, weil natürlich das viele Geschäftsräume sind. Das ist sehr hoch dort. Könnte man hier ein bisschen verbessern. Diese Straße, das würde den Leuten natürlich nicht gefallen, die da in der Nähe wohnen. Aber ich würde sowas hier, fände ich doch ganz nett. Oh, oh, oh. Das war nicht der Plan. Ich glaube, das würde ich einfach mal ausprobieren. Ich würde hier die Straßen ein bisschen nicht verbreitern. Doch, natürlich verbreitern, aber... Schon, dass diese Hauptdurchfahrtsstraße... Ja, das ist ja doof. Mann. Das will ich gar nicht. Das möchte ich nicht. Oh, da kann ich nicht, weil da ein Feuerwehrgebäude steht. Ja, und schon habe ich ein Problem. Da werden wir uns gleich drum kümmern. Mal sehen, ob das überhaupt etwas bringt. Es wird im Richtwert wahrscheinlich jetzt für die anstehenden Gebäude nicht besonders schön anheben. Aber wir werden das auf jeden Fall hier hochführen. Und hier geht es auch nicht, weil das Gebäude hier im Weg steht. Wenn wir das mal hierhin versetzen. Ja, klar, jetzt gibt es erstmal hier Unmut an der Stelle. So, dann setzen wir das dahin. Und dann kümmern wir uns noch hier um diese Feuerwehr, die hier jetzt steht. Die stellen wir jetzt einfach mal hier hin. So, und dann machen wir hier die Straße auch noch ein bisschen breiter. Dann sollte eigentlich die Last dort ein bisschen geringer werden. Aber ein paar Gebäude sozusagen entfernt. Jetzt haben wir hier natürlich eine sehr hohe Last, weil wir jetzt hier eine Ampel haben. Ich verstehe gar nicht, dass hier immer noch Autos parken dürfen. Mit seinem Mitsubishi Outlander. Naja, auf jeden Fall haben wir hier die Straßen verbreitert. Wir haben hier ein bisschen den Weg geführt. Und wir bauen hier unseren Mini-Kern sozusagen auf mit unserem Büropark. Und das scheint ja schon ganz gut zu funktionieren. Die sind eigentlich hier relativ, ja, schnell eingezogen. Wir werden auch hier noch das hier als Wohngebiet ausweisen. So, bis hierher. Das möchte ich nicht mehr und das möchte ich auch nicht. So, dass das ein bisschen nach was aussieht. Und dann werden wir beim nächstes Mal schauen, was wir noch machen können und wie wir uns erweitern. Und ich hoffe, dass wir dann auch die große Stadt erreichen. Dazu brauchen wir 17.000 Einwohner. Und was ich auch machen möchte, ist dann diese Brücke hier. Diese Verbindung zu unserer Autobahn hier unten ein bisschen schöner machen und ändern. Aber erstmal kümmern wir uns um das, was wir haben. Und ich finde, das sieht schon mal alles ganz nett aus. Und wir kümmern uns dann auch um die zum Beispiel Verschmutzungen, um die Autos natürlich, was wir hier ein Problem haben. Hier haben wir keine Probleme. Lärmbelästigung ist so ein Ding.
Da war natürlich im Park viel. Das scheint die Einwohner da aber gar nicht groß zu stören. Und was haben wir da noch? Kriminalität vielleicht? Ja. Das ist alles okay. Und wir sollten schauen, dass die auf jeden Fall hier genug Kunden bekommen. Die werden jetzt wahrscheinlich alle in die großen Läden gehen. Hier in diese großen Läden, wo wir hier gebaut haben, beim Park. Das ist natürlich angenehmer. Vielleicht auch sogar eine Buslinie müssen wir hier einrichten. Sollten wir hier auf jeden Fall einrichten. Und dann werden wir vielleicht noch ein Schulzentrum bauen, würde ich sagen. Hier so in der Nähe. Da haben wir ja ziemlich viele Schulen hier stehen. Und ich denke, da können wir so ein nettes Zentrum bauen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Dansicht und tschüss.